Leute, ich bin Stefan. Es ist Dienstag, 9:45 Uhr. Ich bin auf dem Sprung nach Berlin. Ich wollte mir endlich wieder was für meinen eigenen YouTube-Kanal machen. Und ich bin jetzt die nächsten Tage in Berlin und dachte, das wäre mal eine gute Gelegenheit. Und jetzt werden wir erstmal Jamie besuchen. Bis gleich. Kleine Sache noch. Ich habe ja gesagt, ich mache mehr für meinen eigenen YouTube-Kanal. Bin aber ehrlich gesagt noch ganz schön am Rotieren, Sachen, die noch vor meiner Selbstständigkeit liegen geblieben sind, abzuarbeiten. Also ich bin eigentlich fast jeden Tag am Video schneiden. Ihr habt nach einem Alltagsvideo gefragt. Wirklich einen Alltag gibt es nicht. Darum dachte ich, nehme ich euch heute mal mit. Ich habe aber schon letztens ein bisschen Gearporn gedreht. Von dem Lenovo Notebook, dem Loop Deck und so weiter. Für die detaillierteren Videos dazu, die bald kommen. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ey, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Forstblock MV haben wir eine Menge gemacht. Und für mit Toni habe ich gestern ein bisschen Halloween-Video gemacht. Wer auch noch Bock hat auf ein paar Halloween-Videos, ich habe noch ein paar Masken bestellt. Ich habe noch einen Haufen Rauchgranaten und hier und da. Also wer Bock hat, auf Halloween steht, sich austoben will, sagt mal Bescheid, meldet euch und vielleicht könnt ihr euch sogar noch eine Mark dazu verdienen. Ich muss jetzt echt los. Bis später. So, 12.30 Uhr. Gucken wir mal, ob ich euch mitnehmen kann. Ich gehe erstmal ohne Kamera rein. Bin jetzt bei Jamie angekommen. Bis gleich. Ey, für meinen YouTube-Kanal auch noch kurz was machen, ne? Du kannst den Ostrock-Reus mal schicken. Ja. In diesem Motor ist so viel Metall verbaut wie in den ganzen Trabant. Ich wollte gerade sagen. Ja, auf jeden Fall. Den Motor. So Leute, um ehrlich zu sein, bin ich schon eine ganze Weile bei Crankit. Ich habe es noch nicht geschafft, selber mal zu vloggen wieder, weil ich die ganze Zeit am Film war. Bin vom Wohnen in M inzwischen auf Wohnen in S umgestiegen. Und ich habe mich aber bloß genervt, dass ich den Vlog nicht zu Ende machen würde schon wieder. Also, da bin ich. Videoaufnahmen seht ihr. Oder habt ihr schon gesehen? Und das ist halt eine verdammt geile Werkstatt hier bei Jamie. Und Sonntag geht es so ähnlich weiter. Ich werde mal ein paar Aufnahmen jetzt hier noch einblenden. Zu meiner blöden Moderation und dann geht's heute Abend weiter. Da kann ich auf euch keinen Fall mitnehmen, aber morgen und übermorgen müsste es eigentlich gehen. Hast du gerade ein bisschen gequatscht? Ja, yeah. Alle Internet famous. Fertig, aus die Maus, jetzt wird was gegessen. Mir kommt es immer noch komisch vor, vor der Kamera zu quatschen, obwohl das beides auch YouTuber sind. Na, zumindest Kai. Wir sehen uns morgen. Moin Leute,
Ich versuche mich gerade auf den Weg nach Berlin zu machen. Heute ist Rügenbrücken-Marathon. Dieses Jahr filme ich nicht mit. Die Auftragslage lässt es leider nicht zu. Auch nach Berlin zum zweiten Mal diese Woche. Ich habe irgendwie nicht so wirklich geschafft zu vloggen das letzte Mal, Anfang der Woche. Weiß nicht, habt ihr bestimmt gemerkt. Ich weiß ja nicht so recht, ob Vloggen das Richtige ist. Sagt mal, wollt ihr Vlogging sehen, ja oder nein? Dann überwinde ich mich und halt den Leuten mal die Kamera ins Gesicht. Oder ich überlege, ob ich diese Insta360 Go hole, dass ich nebenbei einfach immer eine 360-Grad-Kamera laufen lasse. Habe ich früher schon mal gemacht, bloß diese Samsung-Kamera ist mir viel zu schwer geworden. Sagt mal, ob ihr Vlogs sehen wollt oder nicht. Ich würde die ja noch anreichern mit Wissen, was Mindset, Business und natürlich Kamera angeht. Oder interessiert euch das gar nicht, wollt ihr einfach direkt reine Wissensvideos sehen. So, ich komme ja doch relativ gut voran hier. Wenn ich jetzt mal raus bin aus Straße, dann geht es auch schneller. Heute geht es zu Robert. Letztes Mal war ich, glaube ich, im Juni bei ihm. Im November werde ich aber auch wieder mit ihm unterwegs sein. Also jetzt geht es zu Robert nach Hoppegarten. Und da filmen wir was Ähnliches wie mit bei Jamie Anfang der Woche. Und das Projekt, was da umgesetzt wird, hat er auch mit Jamie damals begonnen. Ja, jeder kennt jeden, selbst in Berlin. Ich werde mich jetzt ein bisschen mehr auf den Verkehr konzentrieren, Audible anschmeißen. Und dann sehen wir uns später. Haut rein! So Leute, ich bin auf dem Rückweg von Berlin. Seit 20 Minuten bin ich auf Achse, ist jetzt 20 Uhr. War eine sehr Petrolhead-lastige, V8-lastige, arbeitsreiche Woche. Ich habe die Insta360 Go bestellt, weil mir das selber auf den Keks geht, dass ich zurzeit nicht dazu komme, ein bisschen hinter den Kulissen Content zu bieten, so wie früher, weil ich einfach alle Kameras in meinem Einsatz habe. Ich habe die Alpha 6300, zweiter wieder schon vor einer ganzen Weile verkauft, und dann habe ich noch die GoPro und die A7 III und die sind halt alle mal im Betrieb. Als die Insta360 Go bestellt, ich habe zwar noch die alte Samsung 360 Grad Kamera, aber die ist so schwer, da habe ich keinen Bock, die auch noch auf dem Gimbal mehr zu haben und so auffällig. Schau mal, wie das so wird. Wie gesagt, ich habe selber auf den Keks, dass ich nicht so schön hinter den Kulissen Content biete wie früher, aber ich will auch wieder mehr hochladen, weil ich gemerkt habe, dass das viele Leute von euch auch motiviert, Sachen anzupacken. Genau, ich mache mich jetzt auch weiter auf den Rückweg. Wie gesagt, der nächste Vlog wird wieder cooler. In 2 Wochen gibt es sowieso denn mal einen richtig fetten Vlog, weil dann ich eine richtig fette Reise an. Das wird auf jeden Fall cool. Ich habe noch viel abzuarbeiten. Wie gesagt, wenn ihr euch wundert, wo bleibt denn der fette Content, Stefan? Ich denke, du bist jetzt selbstständig, du hast Zeit. Ja, weiß ich, habe ich versprochen, aber ich habe noch ganz schön viel wegzuarbeiten. Habe ich quasi 4 Wochen zu spät selbstständig gemacht, aber ich bemühe mich und es wird besser. Gib mir ein bisschen Zeit, das wird. Danke fürs Reinschauen, abonnieren nicht vergessen, und jetzt gucke ich mal, dass ich heil nach Straßburg komme. Bis denn.